Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Life. Wie ich schon angekündigt hatte, möchte ich natürlich heute mit euch weitermachen mit den Prüfungen und zwar mit Amateurgelände und dann machen wir noch einmal Amateurvielseitigkeit, damit wir heute mal so die erste Stufe durchbekommen. Und wenn wir dann noch Luft haben, dann werde ich mit euch auch mal noch einen Ausritt machen. So, Melanie natürlich, wie könnte es sein? Aktuell weiterhin auf Platz 1. Mit unserem neuen Outfit sind wir hier bestens gerüstet fürs Gelände. So, der Renngalopp könnte vielleicht ein Ticken schneller sein. Der ist ein bisschen zu langsam geraten in dem Spiel, wie ich finde. Aber ansonsten ist das ja eigentlich auch ganz süß gemacht soweit. So, weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Im Übrigen habe ich jetzt doch gestern noch nicht meinen PC bekommen. Erst nächste Woche Mittwoch. Ich musste mich noch ein bisschen gedulden, weil mein Bruder doch keine Zeit hatte. Mal schauen. Ist jetzt bei mir zum Glück nicht so dringend, weil ja alles noch heile ist, alles noch läuft. Meine Grafikkarte tausche ich sowieso nicht aus. Es ist sogar eher nervig, dass ich Windows dann neu mache. Weil ich dann alle Programme, alles wieder neu machen muss, was momentan auf C ist. Ich habe sowieso nie so viel auf C. Aber einige Sachen, so gespeicherte Spielstände und sowas. Oh, durchschnittlich. Mist. Das ist ja alles... Oh, eine Brücke. Ja, sehr holprig. Das ist ja alles auf C und da muss ich mich dann doch noch drum kümmern. Und das Renderprogramm, ich habe es manchmal schon mal erklärt, ich rendere das nicht einfach mit meinem Schnittprogramm raus, was dann überhaupt nicht schlimm wäre, wenn ich es neu machen müsste. Ich mache da noch ein bisschen was, stelle da noch ein bisschen was um, dass ich es eben auch in 1440p anbieten kann. Aber das ist dann natürlich ein bisschen Arbeit. Das heißt, ich muss dann nämlich in den Dateien von meinem Videoschnittprogramm was umschreiben und sowas. Und das ist halt alles auf der C-Partition, auf der Systempartition. Das kann ich nicht übernehmen. Das muss ich alles neu machen, bevor ich wieder Videos schneiden kann. Und das wird ein bisschen Arbeit. Deswegen graust es mir so ein bisschen vom Windows neu aufsetzen. Und hey, wir sind gut durchgekommen. Yay! Aber ich habe mir gesagt, wenn ich einen PC jetzt neu mache und mit einer neuen Systemplatte, mit der SSD-Platte, dann machen wir das auch direkt mit Windows 10. Jawohl, 100 Punkte. Melanie wird sich jetzt wieder aufregen. Genau, das lese ich jetzt nicht immer vor. Das ist sowieso das Gleiche. Wir haben wieder dasselbe bekommen wie immer. Ja, 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 ja. Das wissen wir, das wissen wir, das wissen wir. Ja. Ja, das können wir eigentlich erstmal noch so weit lassen. Ich würde sagen, wir machen direkt die Amateurvielseitigkeit noch hinterher. Jetzt haben wir halt nochmal alle Prüfungen hintereinander weg. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht zu sehr. Das ist jetzt halt immer so. Also wir haben jede Prüfung zweimal zu reiten. Dadurch, dass wir sie einmal als einzelne Prüfung haben und einmal nochmal in der Vielseitigkeit. Das müssen wir machen. Wir können uns nicht überlegen, ach, ich reite mal nur Springen oder ich reite nur die Dressur. Oder ich reite alles einzeln und lasse die Vielseitigkeit weg. Oder ich reite nur die Vielseitigkeit. Um weiterzukommen in dem Spiel, muss man wirklich alles machen. Ansonsten kommt man nämlich ganz, ganz schnell nicht mehr weiter. Das heißt aber auch, dass wir mit diesem Spiel hier ein bisschen mehr zubringen werden. Ein bisschen mehr Zeit. Aber wir werden hier nicht nur pur stumpf alles der Reihe nach durchreiten. Es wird auch noch ein bisschen... Ein bisschen was storytechnisch, sage ich jetzt mal, Witz geben. Ich verrate aber noch nicht was. Ich verrate noch nicht was, aber wir werden nicht die ganze Zeit an unseren Hof hier gebunden sein und es wird auch noch andere Vierbeiner geben. So viel sage ich. Und ich bitte auch diejenigen, die das schon wissen, nicht in den Kommentaren zu spoilern. Ich weiß es zwar, aber Zuschauer, die das Spiel noch nicht kennen, die wissen das dann natürlich noch nicht und das wäre ganz cool, wenn die komplett ohne Vorkenntnisse das alles miterleben können. Oh, wieder ein bisschen langsamer, jawohl. Durch Springen kommen wir wieder super durch. Ja, ja, ich werde ja schon langsamer hier. Und ich glaube, wenn wir hier durch sind, dann kriegen wir, glaube ich, auch neue Sachen. Und ich würde gerne mal ein bisschen... Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich Ramiro für Ausrüstung drauf packe. Das, was er jetzt drauf hat, sieht eigentlich schon recht edel aus. Bis auf den Sattel, also die Trense, das ist natürlich schön. Auch wenn schwarz auf schwarz ist, aber es sieht halt schick aus. So. Durchspringen sind wir durch. Damit sind wir hier wieder vor Melanie. Und ich kann... Doch, jetzt geht's weiter. So, es folgt die Dressur.
Es folgt die Dressur, wo wir jetzt wieder die unheimlich wunderschönen Gänge bewundern können. Das hier ist übrigens ein Spiel, wo mir die Dressur nicht auf den Zeiger geht und mir zu langweilig ist, weil ich sie einfach wunderschön, ich liebe das einfach, dem Pferd zugucken zu können in seinen Bewegungen, weil die Bewegungsabläufe einfach so toll sind. Finde ich das hier unheimlich entspannt, die Dressur zu reiten, tatsächlich. Eines der wenigen Spiele. So. Ich habe schon vergessen, wie die Prüfung hier lief. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das hier war. Ah, schön. Ja, ihr seht es hier ein bisschen hinter der Senkrechten. Der Genick ist... Das Genick natürlich. Das Genick ist nicht der höchste Punkt. Das ist das Einzige, was ich hier an dieser Stelle noch verbessern will, dass der Kopf ein bisschen vor die Senkrechte kommt. Und der Genick eben ist... Warum sage ich mir der Genick? Das Genick. Und das Genick den höchsten Punkt bildet, dann wäre es wirklich die perfekte Bewegung. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute anscheinend keinen... Ich hab Grammatik-Ex im Müsli gehabt oder sowas. Irgendwie keine Ahnung, was mit mir heute los ist. So, erstmal schöne Piorette. Galopp, Piorette, wir traben an. Ha, mir ist gerade was aufgefallen. Guck mal, die Zügel. Die Zügel hängen nicht zusammen. Da fehlt doch was zwischen den Händen. Ich glaube, beim Western gibt es das, dass die Zügel nicht verbunden sind. Aber bei normalen Zügeln ist das eigentlich immer verbunden. Naja, gut. Irgendwo muss dann ja ein kleiner Fehler sein. Aber es ist tatsächlich, das ist relativ gering, der Fehler. So, eine Traversale nach links im Schritt. Naja, Traversale ist eigentlich dran. Das hier würde ich eher sagen, das ist halt... So, ist halt Schenkeln weichen. Wenn sie jetzt gerade ausreiten, reitet sie jetzt gerade aus, dann ist es eher Viereck verkleinern, vergrößern. Das ist Viereck verkleinern, vergrößern, was sie gut oder macht. Zack. So. Bislang kommen wir doch recht gut durch. Also wirklich, der einzige richtige Stilbruch an diesem Outfit ist der lilane Helm. Der ist schlimm. Der ist wirklich schlimm. Aber ansonsten auch das Größenverhältnis zwischen Pferd und Reiter passt sehr, sehr gut. Das Pferd ist natürlich ein bisschen kleiner, Araber sind ja jetzt nicht so riesengroß. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Es ist einfach stimmig. Ich weiß, ich habe die letzten Folgen schon so geschwärmt davon. Aber es ist halt einfach so. Hui. Links, rechts. Immer schön im Rhythmus drücken, damit das Pferd auch weiß, was es machen soll. In dem Fall nochmal eine Galopp-Piorette mit eingeschlossenem Handwechsel. Und ich habe immer noch nicht darauf geachtet, ob das Pferd wirklich auch auf beiden Händen richtig rumgaloppiert im Handgalopp. Muss ich dringend mal drauf achten. Wunderbar. Links, rechts, links. Also hier galoppiert es jetzt auf jeden Fall im Rechtsgalopp. Das ist schon mal richtig. Rechte Hand passt. Ich muss nur echt bei der linken Hand mal drauf achten. Ich weiß aber gar nicht, ob wir hier nochmal auf der linken Hand galoppieren. Ich glaube nicht. Aber na gut, wir haben noch ganz viel Dressur vor uns. Da werden wir das bestimmt mal noch angucken können. Rechts, links. Das ist so ein Träumchen, wie das aussieht. Das ist einfach nur so awesome. Rechts, rechts. Schlupft ein bisschen mit den Hinterbeinen. Die Hinterhand könnte etwas aktiver untertreten im Trab. Aber ansonsten, wie gesagt, ich mag das auch, wie die Mähne so ein bisschen mitweht. Das finde ich richtig schön. Richtig, richtig gut. Rechts, links. Ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich mit der Dressur langsam durch sein. Dann kommt nochmal das Gelände. Und dann haben wir nämlich die Amateurstufe schon hinter uns. Tap, 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 tap. Jawohl. Und grüßen. Jetzt hat er rein theoretisch den Kopf relativ gut. Und weil das von der Seite... Die Vorderbeine müssten, wenn man das so sieht, müssten die ein bisschen weiter vorne sein. Das hält hier jetzt so das erste Mal richtig auf, finde ich. So, ja, bislang führen wir immer noch.
Und zwar mit 30 Punkten vor Melanie. Wir haben 200, sie hat 170, aber jetzt kommt ja noch das Gelände. Das hatten wir eben zwar schon. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu langweilig für euch, das nochmal zu sehen. Aber ich will jetzt eigentlich nicht hier komplette Prüfungen irgendwie skippen oder upspeeden, weil die gehören ja natürlich zum Spiel dazu. Ich habe das bei Abenteuer auf dem Reiterhof schon mal erzählt. Manche Sachen sind dann natürlich ein bisschen, ziehen sich ein bisschen, ich will nicht mal sagen langweilig, aber man hat sie halt schon häufiger gesehen. Aber ich finde immer bei einem Let's Play ist es wichtig, dass man es so zeigt, wie das Spiel auch wirklich ist. Dass man es so präsentiert. Wenn man jetzt ein Spiel spielt, wo man sich dann im Nachhinein ärgert, oh, das ist ja echt nicht so toll, dann finde ich, sollte man das auch sagen und nicht irgendwie schönreden. Und genauso kann man auch, wenn man wirklich von irgendwas gehypt ist, finde ich, kann man das auch ruhig hypen und darf man das hypen. Da hatte ich ja auch beim letzten Riding Out, bei der News, hatte ich ja dann den Kommentar, dass ich das Spiel viel zu sehr hype. Aber ich denke mir, hey, wenn ich so hype, dann mache ich das halt, weil ich will es halt so rüberbringen, wie ich es sehe. Und ich finde, dazu gehört es einfach auch wirklich, das Spiel in voller Länge zu zeigen. Und nicht zu sagen, ach ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, das schneide ich jetzt mal komplett raus für euch, ich mache das einfach mal im Off oder ich mache das jetzt einfach schneller. Ich finde, das definiert sich dann nicht für ein Let's Play, das ist dann eher Cut-Commentary, aber nicht mehr unbedingt der Let's Play-Charakter. Und das machen wir ja nun bei uns auf dem Kanal, die Let's Plays. Oh, da hätte ich es fast versaut, da bin ich viel zu schnell erst drauf zugebrettert. Ah, dass ich wirklich zwischen den Hindernissen immer noch mal versuche, Zeit rauszuholen. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Krankheit von mir. So, und auch hier sind wir wieder perfekt reingekommen. Sehr gut. 1,45. Ich weiß gar nicht, wie viel schnell waren wir denn vorhin? Hätte ich mal hier gucken können. So, mit 45 Punkten Vorsprung haben wir gewonnen von Melanie. Sie sagt jetzt wieder, wie kann das denn nur sein? Du hast geschummelt. Nein, haben wir nicht. Wir bekommen hier 40 Ansehen und 70 Gold als Belohnung. So, jawohl, jawohl. Was sagt er uns jetzt? Wir dürfen ihn nachlassen. Ja, 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 ja. Wie die Zeit verfliegt. Der Tag ist auch schon wieder zu Ende. Mensch. Ja, sowas aber auch. Was für ein schöner Tag. Was? Was ist los, Kadi? Vernachlässigst du dein Pferd etwa? Es kann nicht immer nur an Wettkämpfen teilnehmen. Ja, das wissen wir auch. Es braucht auch mal etwas Ablenkung. Das wissen wir. Deswegen kümmere ich mich auch immer darum. Kadi, ich gratuliere dir und Ramiro zu diesem tollen Sieg. Ihr werdet von Tag zu Tag besser. Deshalb melde ich euch auch bei einer weiteren lokalen Amateurmeisterschaft an. Komm zu mir, wenn du bereit bist, dann trainieren wir noch etwas, bevor der Wettkampf losgeht. Ich würde dich auch gerne noch etwas fragen. Komm mit, ich möchte zum Stall gehen und die Pferde sehen. Komm schon. So kannst du auch Ramiro besuchen. Alles klar, dann gehen wir mal in den Stall. Was will er denn? Was ist denn los? Ah. Was machst du denn mit dem Maul? Sollten wir nicht in den Stall? Genau, stimmt. Hier gab es ja verschiedenste Aufgaben. Genau. Erster Ritt, würde ich sagen, machen wir mal. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Folge wird. Wie gesagt, ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Das dürfte mal eine etwas längere Folge werden. Aber egal, macht ja nichts. Wir machen jetzt einfach mal einen gemütlichen Ausritt, würde ich sagen. Und erkunden mal ein bisschen das Gelände. Da rechts sitzt ein Häschen, da hinten stehen Schafe. Reite mit Ramiro bis zum Ende des Weges. Alles klar. Diese Ausritte sind nämlich dann so ein bisschen diese Questlein in Anführungsstrichen. Hier können wir uns überlegen, wie schnell wir reiten. Guck mal hier, oh, das Häschen hoppelt gerade weg. Die Kühe hier. Ich glaube, zur Seite gucken kann ich hier nicht. Nee. Also hier können wir uns komplett überlegen, ob wir nur im Schritt reiten, ob wir traben oder galoppieren wollen. Ich würde aber sagen, wir machen die Ausritte lieber so. Oh, wie das hier halt sogar. Bei den Steinen, das wusste ich gar nicht mehr. Sehr nice. Oh, die Vögel auch. So, hier muss ich jetzt ein bisschen langsamer werden. Zack. Ich würde sagen, wir reiten es trotzdem im höchsten Tempo, weil die Ausritte, die können sich schon mal ein bisschen ziehen. Jetzt seht ihr das oben.
Die Leiste füllt sich mit den Sternchen. Auch das gibt es genauso in den DS-Spielen. Da verdient man sich auch Sterne, indem man über Hindernisse springt und ausreitet. So, das ist im Spiel, im PC-Spiel und im DS-Spiel komplett identisch. So, weiter. Da hinten kommt wieder ein Sprung mit Steinen. Wir müssen ein bisschen langsamer werden. Ach, guck mal, hier links Bienenstöcke. Dim, dim, dim. Ah. Und ihr seht hier den Himmel. Also es sieht immer so ein bisschen aus wie eine rosa Sonne. Ach, da links war ein Häschen. Ich kann hier leider nicht umdrehen. Also ich kann hier immer nur geradeaus reiten. Und großartig Auswahlmöglichkeiten, wo ich lang reiten möchte, gibt es auch nicht. Die Wege sind eigentlich immer durchweg geradlinig. So, hier sind wieder ein paar Kühe. Dim, 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 dim. Ist ja eigentlich für ein Schuppen. Es liegt einfach nur Heu drin. Da links auch noch ein bisschen verteilt. Seid ihr da wohl nicht fertig geworden mit dem Hindernis? Da ist der Weg versperrt, das heißt, wir müssen hier nach links weiter. So, und ihr seht, wir haben jetzt erst den halben Balken gefüllt. Die Ausritte ziehen sich tatsächlich wirklich ein wenig. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ich weiß gar nicht mehr, was für Werte einem das bringt. Ob das beide, ich glaube, das hat beide Werte vom Pferd verbessert. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, das war Zuneigung und Fitness. Gesundheit. So, da hinten haben wir direkt noch ein paar Sprünge. Ein Hindernis. Sehr komisches Hindernis. Nee. Das ist gar kein Hindernis mehr. Wir sind hier durch. Tatsache, wir sind anscheinend durch. Gut gemacht, du hast den Ausritt abgeschlossen. Ich dachte immer, man würde... Ach ja, stimmt, wir bekommen auch die ganze Leiste voll. So war das gewesen. Du hast das Ziel des Ausritts erreicht. Alles klar. Und was bekommen wir jetzt dafür? Das war ein guter Ritt. Dein Pferd ist bestimmt sehr zufrieden. Wo warst du? Wir haben dich Samstag gar nicht gesehen. Ah, die Zuneigung, die Gesundheit verschlechtert sich sogar noch weiter. Ein Artikel wurde deinem Inventar hinzugefügt. Okay. Alles klar, gut. Aber ihr Lieben, was das für ein Artikel ist, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Training steht dann auch noch wieder an. Ich werde mich in der Zwischenzeit darum kümmern, dass es Ramiro wieder besser geht, denn das wird ein kleines bisschen dauern. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!